Hallo und herzlich willkommen zurück zu Java. Dieses Mal möchte ich euch zeigen, wie man einen Drucker ansteuern kann, beziehungsweise einfach einen Druckauftrag in Auftrag geben kann. Und das geht eigentlich mit Java relativ einfach, vor allem wenn ihr Ahnung von Grafiken habt. Dazu werde ich vielleicht noch gesondert ein paar Videos machen, aber jetzt einfach mal nur, wie man den Drucker ansteuert. Gut, also fangen wir an. Wir brauchen einen sogenannten Printer-Job. Das ist sozusagen einfach, ja, der Drucker. Beziehungsweise der Drucker, der gerade den Job macht. So, hier Printer Job kann man, also den Print Job kann man aus der Klasse Printer Job als Static Variable hier rauskriegen, wie wir hier sehen können. Und das ist schon mal ziemlich easy gewesen. Jetzt haben wir sozusagen schon fast alles, was wir brauchen. Eigentlich haben wir schon unseren Drucker. Und jetzt sagen wir dem ganzen Drucker noch, okay, wir wollen, dass das, was du printest, also hier haben wir natürlich noch verschiedene Sachen, zum Beispiel die Anzahl an Kopien, die standardmäßig ausgewählt werden, dann der Name, wie es heißen soll, also der Dateiname, der uns dann angezeigt wird. SetPageable ist ja das Seitenlayout so ein bisschen. Also, ob wir DIN A5, DIN A4 oder was auch immer wir drucken. Und dann haben wir das, was wir hier wollen: Set Printable. Und da wollen wir einfach ein Printable als Argument eingeben. Also ein New. Ich habe es jetzt einfach mal Print Object genannt. Ihr seht schon, die Klasse ist schon offen hier. Aber da steht noch nichts drin. Das müssen wir auch noch machen. Das ist dann das, was gedruckt wird. Und das hier ist einfach nur die Funktion, dass wir quasi etwas drucken. Kann man natürlich auch in eine Klasse packen. Ich wollte sie nur einfach mal in die Main reinschreiben. So, also set printable, new print object. Ja, mehr brauchen wir dazu eigentlich nicht. So, und dann öffnen wir uns diesen Druckdialog. Print job. Punkt. Hier haben wir auch noch verschiedene Funktionen, die ihr euch mal angucken könnt. Also is cancelled ist natürlich, dass der Druckauftrag abgebrochen wurde. Hier print dialog ist das, was wir machen wollen. Das liefert uns auch ein Boolean zurück, nämlich ob okay gedrückt wurde oder ob abgebrochen wurde. Und ja, hier getJobName ist natürlich das, was wir über den PrintJob einstellen konnten, den Namen. PageFormat ist genau dasselbe. Und hier ein paar andere Methoden, die wir aber eigentlich gerade nicht brauchen. So, also PrintJob.PrintDialog oder Dialog wurde quasi wird dann true, wenn wir auf okay gedrückt haben. Ich zeige euch das gleich mal. So, und dann tun wir hier, nein, nicht die Klammern hier hätte ich gerne. Also wenn hier quasi okay gedruckt wurde, dann wollen wir, dass der ganze Dings hier druckt. So. Und das ist es dann auch schon eigentlich. Nur, dass wir hier halt noch ein SetPrintable haben, ohne ein vernünftiges druckbares Objekt. Gut, das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall noch in diesem Print Object das Ganze ein, also muss ein, Moment, ich zeige es euch gleich, wie es genau heißt, hier ein Printable sein. So, was machen wir, damit das Ganze ein Printable ist? Naja, Printable ist ein Implement. So. Printable ist ein Interface, das wir einfach implementieren müssen, damit wir das Ganze hier als Printable haben. So. Jetzt müssen wir natürlich Printable noch importieren. Aus AWT Print, logischerweise irgendwie. Und jetzt haben wir natürlich hier ein paar nicht implementierte Methoden, beziehungsweise um genau zu sein, eine davon. Und diese eine Methode müssen wir jetzt halt hier reinschreiben. Das ist die Print-Methode, die eine Grafik übernimmt, ein Page-Format übernimmt, ein Integer. Ich könnte die Dinger hier mal umbenennen. Das ist einfach eine Grafik G. Ich habe die bei mir ein bisschen anders genannt. Ein Page-Format PF. Und hier die Anzahl an Seiten. Und das ganze Ding schmeißt auch eine Printer-Exception, was wir hier natürlich dann noch ja, hier mit Surround with Try and Catch irgendwie in den Griff kriegen müssen. So, und wenn wir jetzt hier einfach Return 0 machen, dann haben wir natürlich nichts gewonnen. Also wollen wir erstmal gucken, okay, sind die Seiten, die wir, upsala, sind die Seiten, die wir drucken wollen, größer als 0? Nun gut, wenn die Seiten. Wenn die Seiten größer als 0 sind, Moment, das heißt was anderes. Wenn die,
wenn die Seite, die wir aktuell drucken wollen, irgendwie größer als 0 ist. Auf jeden Fall muss man das dann abfangen. Das ist ein Boolean, der quasi von dem Print hier, beziehungsweise von hier AWT Print, direkt schon, also von Printable uns zur Verfügung gestellt wird, dass wir gerade die Seite nicht haben. Dann haben wir hier, wollen wir das Ganze in eine Graphics 2D umwandeln, weil wir ja logischerweise im Zweidimensionalen sind und nicht irgendwo anders. Ich habe das Ganze Graphics 2D genannt. So, und da casten wir das einfach, weil jede Grafik, also zumindest die Grafik, die wir hier drucken wollen, lässt sich in eine zweidimensionale Grafik umwandeln. Logischerweise. Das ist das Problem. Ich muss es noch importieren, natürlich. So. Und jetzt wollen wir das hier noch g2d.translate. Wir wollen das Ganze auf unser Page-Format anpassen. pf.getImageable x und pf.getImageable y. So. Und jetzt wollen wir einfach mal sozusagen unser Rendern machen. Also jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Jetzt rendern wir sozusagen, was wir haben wollen. Ich habe mir jetzt gedacht, da tun wir einfach mal ein Hello World printen. Das Ganze kann natürlich dann beliebig komplex werden. Also in Graphics 2D kann man alles reinprinten, was halt zweidimensional ist. Also wir können da auch irgendwelche Grafiken reinschreiben. Das ist dann einfach sozusagen, hier sieht man es auch schon. Wir können hier Bytes reinschreiben, wir können Chars reinschreiben, irgendwelche Glyphen, irgendwelche Bilder, Polygone können wir reinzeichnen, Linien, Ovale. Ja, und dann eben Strings, was wir wollen. Also einfach Draw String. Na, was ist dein Problem? Schreibe für mich. Dankeschön. So. Und unser String, den wir hier haben wollen, den habe ich mal Hello World genannt. Ja, ich weiß, wir hatten schon unser erstes Hello World, aber ist ja jetzt was anderes. So, und das ist quasi x, wo es ist, und y, wo es sich auf dem Blatt befindet, beziehungsweise der Abstand von oben. Und dann müssen wir natürlich noch zurückgeben, dass wir sozusagen einen Erfolg hatten. Page exists. Also wir haben jetzt quasi unsere Seite gemacht. So, das wird hier eben für alle Seiten aufgerufen. Jetzt nochmal zu diesem Page größer 0, was ich vorhin nicht richtig erklären konnte. Wir rufen quasi, oder besser gesagt, intern wird diese Funktion hier aufgerufen für jede Seite. Und wenn die Seite größer als 0 ist, dann geben wir einfach zurück, okay, wir haben keine Seite zu drucken. Und wenn die Seite ja, hier genau 0 ist, also die allererste Seite, dann haben wir eine Seite, dann gehen wir hier einfach weiter, printen uns quasi Hello World aus und sagen hier, okay, Page exists. So, und das war's auch schon. Jetzt können wir quasi hier drucken. Wenn ich das Ganze hier mal starte, dann sehen wir hier, dass ein Druckdialog ausgegeben wird, und mit meinem Default-Drucker hier, dem HP LaserJet 1300, dann können wir hier einstellen. Ihr seht, weil wir hier das nicht eingestellt haben, wie viele Seiten wir haben, wird einfach mal Default bis 9999 angegeben. Default-Exemplare ist 1. Ja, wenn ich jetzt hier auf Drucken gehe, dann wird es auch ausgedruckt. Ich spare mir das mal, ihr könnt das gerne selber ausprobieren. Ich habe das schon mit einem XPS-Printer gemacht und da hat es wunderbar funktioniert. Gut, ja, und so kann man mit Java drucken. Also wie gesagt, man kann hier dann diese Grafik, diese 2D-Grafik beliebig komplex machen und da alles Mögliche reindrucken. Und so kann man sich dann eben seine Seite designen. Gut, das war's von mir. Liken wäre natürlich cool. Kommentare sind sowieso immer cool. Und ansonsten hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao, ciao.